Im Jahr 2009 lebt die 8-jährige Sandra mit ihrer Familie in einer kleinen und gemütlichen Wohngegend. Das Wohngebiet ist geschlossen, sodass ohne vorherige Anmeldung eigentlich nur die Bewohner das Gelände betreten können. Umso seltsamer ist es, als Sandra eines Tages nach dem Besuch bei einer benachbarten Freundin nicht mehr zurück nach Hause kommt. Das Gelände kann sie nicht ungesehen verlassen haben. Aber was ist mit ihr geschehen? Die Hoffnung ihrer Familie zerbricht nur kurz darauf, als sie erfahren, was für ein grausames Verbrechen dem kleinen Mädchen zugestoßen ist. Wer ist zu solch einer Tat fähig? Eines ist sicher, es muss jemand aus ihrem direkten Umfeld gewesen sein. Sandra Cantu kam am 8. März 2001 auf die Welt. Gemeinsam mit ihren drei älteren Geschwistern lebte sie bei ihrer Mutter Maria Chavez. Zu ihrem Vater Daniel hatte sie seit der Trennung ihrer Eltern vor ein paar Jahren kaum mehr Kontakt. Sandra wohnte mit ihren Geschwistern, ihrer Mutter und ihren Großeltern in Orchid Estates. Die Wohngegend liegt in Tracy, einer nordkalifornischen Stadt mit etwa 78.000 Einwohnern. Das Besondere an Orchid Estates ist, dass neben einigen Wohnwagen alle Häuser, die dort stehen, sogenannte Mobile Homes sind. Dabei handelt es sich um mobile Häuser, die man, wie der Name schon sagt, abbauen und an einem anderen Ort wieder aufstellen kann. In so einem Haus lebte auch Sandra mit ihrer Familie. Ihnen gefiel die Wohnsiedlung. Man kannte sich untereinander und alle Nachbarn halfen sich, wann immer sie Hilfe brauchten. Außerdem lag das Wohngebiet am Rand der Grundstücke ziemlich geschlossen und hatte keine Durchfahrtsstraße, weswegen man hier nicht zufällig vorbeikam. Das führte dazu, dass kaum Fremde in der Siedlung unterwegs waren. In Orchid Estates lebten größtenteils junge Familien, die froh waren, ihre Kinder unbesorgt auf den kleinen Straßen vor den Häusern spielen lassen zu können. Da sich alle untereinander kannten und gut verstanden, herrschte hier ein warmherziges Miteinander. Auch Sandras Freunde lebten alle in der Wohnsiedlung. Fast jeden Tag traf sie sich mit ihnen und gemeinsam spielten sie im Garten oder bei einem der Kinder zu Hause. Alle Familien schätzten Sandra für ihre besonders hilfsbereite und zuvorkommende Art. Auch ihre Mutter unterstützte sie dort, wo sie nur konnte. Der 27. März 2009 war ein Freitag. Das Wetter war für einen Frühlingstag angenehm warm. Sandra besuchte zu dieser Zeit die 2. Klasse der Melville S. Jacobson Grundschule, die sie mit ihren Freundinnen pünktlich am Mittag verließ. Direkt im Anschluss spielte sie noch bei einer Freundin, die ein paar Häuser weiter wohnte. Um 3:30 kam sie vom Spielen zurück nach Hause, aß dort eine Kleinigkeit und ging anschließend auch einmal los, um eine andere Freundin in der Wohnsiedlung zu treffen. Aber später an diesem Tag kam Sandra nicht, so wie eigentlich abgesprochen, pünktlich zum Abendessen nach Hause. Zuerst dachte ihre Mutter, dass sie nur die Zeit vergessen habe und bald zu Hause sein würde. Doch dem war nicht so. Maria machte sich auf den Weg, um ihre Tochter zu suchen. Sie fragte die Nachbarn und bei den Familien, mit deren Kinder Sandra befreundet war. Niemand hatte sie gesehen. Deswegen meldet sie ihre Mutter, die 8-Jährige, um 19.53 Uhr als vermisst. Eine Hilfe für die Polizei stellte eine Überwachungskamera dar, die Sandras Großvater am Haus montiert hatte. Auf den Aufnahmen konnte man sehen, wie Sandra das Haus verlassen hat, die Straße überquerte und dann etwas bemerkte, was außerhalb des Sichtfeldes der Kamera lag. Sie schien in die Richtung zu gehen, in der sie etwas gesehen hat. Auf dem Video trägt Sandra eine Leggings und ein rosanes Hello Kitty-Shirt. Die Aufnahmen wurden, ebenso wie Sandras Verschwinden, öffentlich gemacht und erlangten große Bekanntheit. Die Ermittler suchten überall in Orchid Estates nach Sandra, allerdings ohne Erfolg. Weil ihnen die Dringlichkeit bewusst war und sie wussten, dass bei Kindesentführungen jede Minute zählt, schalteten die Polizisten noch am gleichen Tag das FBI ein. In den weiteren Ermittlungen wurden sie von mehreren Profilern und FBI-Agenten unterstützt.
Direkt am nächsten Morgen starteten sie eine groß angelegte zweitägige Suchaktion. Dabei kamen mehrere Hubschrauber, Suchhunde und viele Freiwillige zum Einsatz. Fast alle Bewohner von Orchid Estates halfen bei der Suche. Die kleine Gemeinde war sehr betroffen. Wie bereits erwähnt, kannten sich die meisten untereinander. Und dass ausgerechnet in ihrer Wohnsiedlung eines der Kinder verschwindet, hätten sie sich nie vorstellen können. Leider blieb aber auch diese Suchaktion erfolglos. Wie bei den meisten vermissten Fällen wurde auch hier zunächst in Sandras engstem Verwandtenkreis ermittelt. Schnell fiel der erste Verdacht auf Daniel, ihren leiblichen Vater. Maria konnte sich aber nicht vorstellen, dass ihr Ex-Mann etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Sandra und er hatten ein gutes Verhältnis und auch sie selbst verstand sich mit ihm. Und Maria sollte Recht behalten. Daniel konnte ein Alibi vorweisen und so als Täter ausgeschlossen werden. Den Bewohnern in Orchid Estates war bekannt, wer alles bei ihnen in der Siedlung lebte. Sie kannten sich untereinander. Niemand war an diesem Tag jemand völlig Unbekanntes aufgefallen. Lediglich ein Eisverkäufer wurde dabei gesehen, wie er mit einigen Kindern sprach. Diesen konnte man allerdings schnell als Verdächtigen ausschließen. Der Fall nahm eine düstere Wendung, als sich das FBI weiter in Orchid Estates umhörte und sich über die Bewohner informierte. Ein Mann rückte schnell in den Fokus der Ermittlung. Er hatte Sandra 2 Jahre zuvor, als sie 6 Jahre alt war, bei einem Schwimmbadbesuch auf den Mund geküsst. Als man ihn befragte, gestand er, dass er sich zu 9- bis 10-jährigen Mädchen hingezogen fühle. Deshalb ermittelte man weiter gegen ihn. Im Fall Sandra Kanzu konnte man ihn wegen eines wasserdichten Alibis allerdings ausschließen. Besonders schockierend war aber, dass bei einer Überprüfung sämtlicher Bewohner auffiel, dass in Orchid Estates 20 registrierte Sexualstraftäter lebten. Die Siedlung war in den letzten Jahren zu einem Zuhause für zahlreiche junge Familien geworden, von denen sich nun niemand mehr sicher fühlen konnte. Die ganze Zeit über hatten sie gedacht, dass ihre Wohngegend besonders sicher ist und sie sich keine Sorgen um ihre Kinder machen bräuchten. Doch dem war nicht so. Tatsächlich kam aber keiner der vorbestraften Männer als Täter bei Sandras Verschwinden in Frage. Es blieb weiterhin ein großes Rätsel, was mit der 8-Jährigen passiert sein könnte. Ein paar Tage später gab es eine Mahnwache. Bei Kerzenlicht standen Sandras Familie und viele der anderen Bewohner zusammen und beteten für das Mädchen. Doch plötzlich wurde die andächtige Stille von einer aufgelösten jungen Frau gestört. Weinend rannte sie auf die Polizisten zu, die auch an der Andacht teilnahmen. Sie hyperventilierte und es dauerte eine ganze Weile, bis die Polizisten verstanden, was vorgefallen war. Bei der jungen Frau handelte es sich um die 28-jährige Melissa Huckabee, eine ehrenamtliche Sonntagsschullehrerin und die direkte Nachbarin von Maria. Ihre Tochter war eine gute Freundin von Sandra. Am 27. März hatte sie sich bereits bei der Polizei gemeldet, da man ihren Koffer aus ihrer Einfahrt gestohlen hatte. Dabei hat sie sich aber nichts weiter gedacht. Doch nun berichtete sie, dass sie einen Brief gefunden habe. Sie übergab das Schreiben der Polizei. Darin stand: Kanzu in gestohlenem Koffer eingesperrt. Ins Wasser geworfen in der Beckett Road und Whitehall Road. Zeuge: Kanzu locked in stolen suitcase. Thrown in water on Beckett Road and Whitehall Road. Witness. Die Polizisten nahmen dieses Schreiben ernst, vor allem da es mit dem Diebstahl von Melissas Koffer zusammenpasste. Auffällig waren für sie 2 Rechtschreibfehler, die aus dem Brief hervorstachen. Stolen und on waren falsch geschrieben, also gestohlenem und auf. Es gelang den Ermittlern allerdings nicht, daraus etwas abzuleiten oder einen Verdächtigen auszumachen. Obwohl der Brief per Hand geschrieben wurde, konnte man die Schrift auf niemanden zurückführen. Auch Melissa selbst wurde mehrfach verhört. Sie litt unter einer bipolaren Störung und Schizophrenie. Aber ihre Erkrankung hatte sie gut im Griff und auch sonst deutete nichts darauf hin, dass sie etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Man suchte den Teich ab, der laut dem Brief der Ort sein sollte, an dem sich Sandra befand. Aber ohne Erfolg. Für die Ermittler schien es am wahrscheinlichsten zu sein, dass sich irgendjemand mit dem Brief einen schlechten Scherz erlaubt hat.
eventuell sogar Melissa selbst, um Aufmerksamkeit zu bekommen und sich in den Mittelpunkt zu drängen. Doch am 6. April änderte sich diese Annahme. In der Nähe einer benachbarten Kirche war vor einigen Jahren ein Bewässerungsteich angelegt worden. Dabei handelt es sich um einen künstlich angelegten Bewässerungsspeicher, zum Beispiel für Felder in Trockenphasen. Am 6. April wurde der Teich routinemäßig trockengelegt. Dabei stieß der Arbeiter José Luis Franco auf einen Koffer. Als er ihn aufmachen wollte, kam José ein starker Verwesungsgeruch entgegen. Der Arbeiter alarmierte sofort die Polizei, die bald darauf feststellen konnte, dass es sich bei den Überresten um den Körper von Sandra Cantu handelte. Die Obduktion hatte ergeben, dass Sandra geschlagen und mit einem Gegenstand vergewaltigt wurde, bevor sie durch Ersticken verstarb. In ihrem Blut fand man außerdem Xanax, ein Benzodiazepin gegen Angst- und Panikattacken, was beruhigend wirken soll. Daraufhin erstellte das FBI ein Täterprofil. Sie vermuteten einen Mann zwischen 25 und 40 Jahren, der bereits in der Vergangenheit sexuell übergriffig wurde oder zumindest Kinderpornografie besitzt. Mögliche Verdächtige blieben allerdings erst einmal aus, da die Ermittler bereits jede Person, die in das Täterprofil fallen würde, überprüft hatten. Sie befragten auch noch einmal Melissa, da es sich bei dem Koffer, in dem man Sandras Leiche fand, tatsächlich um ihren handelte, der am Tag von Sandras Verschwinden als gestohlen gemeldet wurde. Als sie gefragt wurde, was sie in der Zeit von Sandras Verschwinden getan hat, erzählte die 28-Jährige, dass sie ihr Klassenzimmer dekoriert habe und von dort aus auch die Polizei über den Kofferdiebstahl informiert habe. Ihr Anruf stimmte tatsächlich mit der Uhrzeit überein. Was den Ermittlern aber merkwürdig vorkam, war die Tatsache, dass sich das Klassenzimmer, in dem Melissa ehrenamtlich Unterricht gab, ausgerechnet in der Kirche befand, die in unmittelbarer Nähe zu dem Bewässerungsteich liegt, in dem man Sandras Leiche ja gefunden hatte. Ihr Großvater war nämlich der dortige Pfarrer. In der Kirche war Melissa außerdem allein. Es gab keine Zeugen, die bestätigen konnte, wann Melissa kam und ob sie dabei allein war. Den Polizeibeamten kam das sehr komisch vor. Besonders merkwürdig fanden sie die Tatsache, dass ausgerechnet Melissa, nachdem ihr der Koffer geklaut wurde, auch noch diejenige war, die zufällig den Brief fand, in dem geschrieben stand, dass sich Sandras Leiche in dem gestohlenen Koffer befindet. Als man kurz darauf das Auto der 28-Jährigen durchsuchte, fand man darin eine Haftnotiz. Der Text darauf war durchgestrichen, aber nach mehreren Analysen ließ sich der Inhalt wiederherstellen. Es standen immer wieder die Worte Beckety Road, Whitehall Road und Wasser auf der Notiz. Allerdings jedes Mal in veränderter Schriftart. Fast so, als hätte jemand versucht, seine Schrift so zu ändern, dass sie aussieht, als würde sie von jemand anderem stammen. Jedes der Worte kam außerdem in dem von Melissas gefundenen Brief vor. Die Vermutung der Ermittler bestätigte sich, als sie einen Durchsuchungsbefehl für Melissas Haus bekam. Unter ihrer Kommode fand man ein Notizbuch, bestehend aus dem gleichen Papier wie auch der Brief. Eine Seite fehlte, aber der auf ihr geschriebene Text hat sich auf die nächste Seite durchgedrückt, weswegen man ihn durch Schaffrieren wieder sichtbar machen konnte. Es handelte sich bei der fehlenden Seite um den gefundenen Brief. So konnte man feststellen, dass die fehlende Seite der gefundene Brief war. Als man Melissa damit konfrontierte, stritt sie alles ab und versuchte, den Verdacht auf andere Bewohner von Orchid Estates zu lenken. Einer der Männer soll laut ihr in der Vergangenheit Kinder unter Drogen gesetzt haben. Von einem anderen wisse sie, dass er Kinderpornografie besäße. Die Ermittler gingen diesen Vorwürfen nach, konnten aber ausschließen, dass die Männer etwas mit Sandras Verschwinden zu tun hatten. Um Melissa aber wirklich überführen zu können, brauchten die Ermittler noch mehr Beweise. Ihnen fehlten ein Motiv, eine Tatwaffe und Zeugen. Als sie erneut mit Melissa sprechen wollten, erfuhren sie, dass diese sich im Krankenhaus befand. Sie hatte Rasierklingen geschluckt, um sich so das Leben zu nehmen. Während die Polizisten darauf warten mussten, dass Melissa wieder vernehmungsfähig wird, suchten sie weiter nach Zeugen. Es wurde ein Aufruf im Fernsehen gestartet, bei dem man ein Foto von Melissa zeigte und um die Mithilfe der Bevölkerung bat. Ein Paar meldete sich daraufhin und sagte aus, dass sie Melissa dabei gesehen hätten, wie diese am Tattag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr mit ihrem Auto am Bewässerungsteich gehalten habe.
Sie habe auf das Paar sehr abgelenkt gewirkt und so, als sei sie in Eile. Als sie die beiden bemerkte, hätte sie "Ich musste nur schnell pinkeln" gerufen. Mit den neuen Hinweisen und den neuen Tatverdächtigen überprüften die Ermittler noch einmal die Überwachungsaufnahmen, die Sandra kurz vor ihrem Verschwinden zeigten. Wie bereits erwähnt, war Melissa die Nachbarin der Familie und kannte Sandra gut, da ihre Tochter mit ihr befreundet war. Es wirkt auf den Aufnahmen so, als würde Sandra etwas bemerken und daraufhin in diese Richtung laufen. Genau in dieser Richtung befand sich das Haus von Melissa. Nur 8 Minuten später sah man auf den Aufnahmen der gleichen Kamera, wie Melissa mit ihrem Auto in Richtung Kirche fuhr. Auch in der Einfahrt der Kirche befand sich eine Kamera. Auf diesen Aufnahmen sah man, wie Melissa kurz darauf an der Kirche ankam, dort etwas länger als eine Stunde verweilte, wegfuhr und 30 Minuten später wieder zurückkam. In den 30 Minuten, in denen Melissa nicht an der Kirche war, wurde sie von den beiden Zeugen am Bewässerungsteich gesichtet. Als man die Kirche durchsuchte, fand man in der Küche ein Nudelholz mit einem verbogenen Griff. Bei Untersuchungen konnte man daran Blut feststellen, welches Sandra zugeordnet werden konnte. Am 10. April 2009 wurde Melissa Huckabee verhaftet. Bei ihrem Verhör stritt sie die Tat weiterhin ab. Als man sie aber mit den Zeugen am See konfrontierte, lenkte sie ein und erzählte, dass Sandra mit ihrer Tochter Verstecken gespielt habe und sich dabei im Koffer versteckt habe. Sie hätte den Koffer im Auto verstaut und erst in der Kirche wäre ihr aufgefallen, dass Sandra in ihm war. Die 8-Jährige sei zu dem Zeitpunkt aber bereits erstickt gewesen. Melissa sei daraufhin in Panik geraten und habe den Koffer in den See geworfen. Die Polizisten wussten, dass dieser Tathergang nicht der Wahrheit entsprechen konnte. Aber Melissa blieb bei ihrer Aussage. Ein Jahr später, 2010, begann der Prozess gegen Melissa Huckabee. Die Staatsanwaltschaft legte die Theorie vor, dass Melissa Sandra zu sich nach Hause lockte, so wie es auf den Überwachungsaufnahmen auch den Anschein machte. Vermutlich bat Melissa sie darum, ihr beim Schmücken in der Kirche zu helfen. Dort angekommen, gab sie ihr ein Getränk, in das sie Xanax gemischt hatte. Sie wartete, bis Sandra bewusstlos wurde, missbrauchte sie, schlug sie und erstickte sie anschließend. Dafür sprach, dass man sowohl in ihrer Handtasche als auch bei ihr zu Hause Xanax fand und dass sie in der Vergangenheit bereits auffällig geworden war, weil sie damit einen Mann und ein anderes Kind betäubt hatte. Was das Motiv für den Mord war, bleibt dennoch nicht gänzlich geklärt. Es ist aber bekannt, dass Melissa ihre Tochter als ihre einzige Freundin sah und sie die gute Freundschaft zwischen ihr und Sandra störte. Laut einigen Aussagen soll sie die Situation als regelrechten Konkurrenzkampf gesehen haben. Die Verteidigung forderte für das grausame Verbrechen die Todesstrafe. Daraufhin bekannte sich Melissa wegen Entführung und Mordes schuldig. Eine Vergewaltigung streitet sie weiterhin ab. Aufgrund des Schuldeingeständnisses wurde von der Todesstrafe abgesehen. Melissa wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Bei der Urteilsverkündung weint die Sonntagsschullehrerin und sagt: "Ich hätte sie euch nicht wegnehmen dürfen. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum ich getan habe, was ich getan habe. Das ist eine Frage, mit der ich für den Rest meines Lebens kämpfen werde. Sie hat nicht gelitten und ich habe sie nicht sexuell belästigt. Ich bitte dich, Maria, um deine Vergebung. Ich kann mir nicht vorstellen, jemanden zu vergeben, der meiner Tochter Schaden zugefügt hat. Ich hoffe dennoch, dass du mir eines Tages verzeihen kannst." Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Was ein schockierendes Verbrechen. Hättet ihr mit dieser Aufklärung gerechnet? Worte können das, was Maria und Sandra durchmachen mussten, nicht wieder gut machen. Aber vielleicht gibt es ihnen ein bisschen Frieden zu wissen, dass die Täterin den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen wird. Schreibt mir eure Meinung zu dem Fall gerne in die Kommentare oder diskutiert darüber auf meinem Discord. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Aktiviert auch die Glocke. Das hilft dem Kanal wirklich mega weiter, denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der YouTube-Algorithmus das Video Leuten vorschlägt, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Folgt mir auch auf Instagram oder auf meinem Discord, wenn ihr das noch nicht tut. Dort machen wir Umfragen und ihr bekommt alle brandaktuellen Infos mit. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.